Meine Damen, meine Herren, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Generationenhochschule an der Hochschule Harz anlässlich des Weltfrauentages. Thema dazu passend ist einfach mal machen, könnte ja gut werden, ein Vortrag über die Abenteuer als Gründerin im Rahmen des Weltfrauentages. Referentin ist Heide Peukert, eine Absolventin unseres Bachelorstudiengangs International Business Administration und natürlich Gründerin bei dem Thema der Marken My Lily und Feels Like Yoga. Bevor ich jetzt etwas zur Referentin sage und zum Thema, würde ich Ihnen kurz erzählen, was demnächst hier ansteht und noch ein paar allgemeine Dinge zu unserem heutigen Vortrag erzählen. Und zwar diese Veranstaltung, die können Sie natürlich auch virtuell über YouTube einsehen. Und zwar nicht nur heute, sondern auch später. Und Sie können auch ganz, ganz viele alte Veranstaltungen unserer Generationenhochschule und unserer Kinderhochschule hier über diesen YouTube-Channel einsehen und natürlich auch gern kommentieren. Das wird natürlich nicht die letzte Veranstaltung im Rahmen der Generationenhochschule sein. Die nächste ist dann tatsächlich schon am 26.04. Das Thema wird dann kurzfristig bekannt gegeben und rechtzeitig über alle Kanäle veröffentlicht. Wer so lange ohne uns nicht leben kann, der ist natürlich eingeladen zur nächsten Vorlesung im Rahmen der Kinderhochschule. Die findet schon am 26.03.2021 statt, um 10 zu einer kinderfreundlichen Zeit. Und das Thema ist dann die Achterbahn auf der Skipiste mit verrückten Bildern einfacher Lernen. Und das Thema, das ist nicht nur was für die Kinder, sondern auch was für Erwachsene, wie mich zum Beispiel. Da geht es darum, wie man sich Dinge leichter merkt, leichter einprägt. Referent ist Dr. Johannes Marlow, Gedächtnistrainer und zweimaliger Gedächtnisweltmeister. Aber so viel zu dem, was kommt. Jetzt zu dem, was ist. Wir freuen uns auf Frau Heide Peukert, die heute anlässlich des Weltfrauentages über ihren eigenen beruflichen Werdegang als Gründerin sprechen wird und die natürlich erreichen will, dass möglichst viele andere Frauen zum Gründen motiviert werden. Wie ich schon sagte, Frau Peukert hat bei uns den Studiengang International Business Administration erfolgreich absolviert. Für alle die, denen dieser englische Name nichts sagt, da geht es darum, internationale Unternehmen zu leiten. Im April 2018 gründete Frau Peukert ihr eigenes Unternehmen, My Lily, und brachte damit Produkte auf den Markt, die es bis dahin in Deutschland noch nicht gab, nämlich Bio-Baumwoll-Tampons, die nachhaltig sind, frei von Schadstoffen und aus Bio-Baumwolle bestehen. Und auf dieses Thema aufmerksam zu machen und breit bekannt zu machen, machte sich Frau Peukert zusammen mit ihrem Geschäftspartner Dennis Werner selbstständig. Und sie hat es in diesem Zusammenhang geschafft, das Thema an sich zu enttabuisieren und My Lily, also dieses Produkt, überall in den Drogerien, in Märkten präsent zu machen. Natürlich, wenn man einmal was gegründet hat, gründet man auch nochmal. Sie gründete ein zweites Start-up-Unternehmen, nämlich Feels Like Yoga. Da bleibt sie im Wesentlichen der Produktlinie treu und vertreibt hochwertige, nachhaltige Hautpflegeprodukte aus reiner Naturkosmetik für jeden Hauttyp. Und da bin ich mal gespannt, ob es tatsächlich für jeden Hauttyp ist. Und darüber wird sie uns jetzt berichten. Ja, ich bin Heide. Ich bin mit Leib und Seele Unternehmerin und ich würde euch gerne in diesem Zuge das Du anbieten, denn das ist bei uns so üblich. Ich hoffe, das ist auch für die etwas älteren Semester, die ja auch anwesend sind, in Ordnung. Und meine persönliche Hoffnung ist ja, dass auch ein ganz besonderes älteres Semester da ist. Ich bin ja Studentin gewesen hier an der Hochschule und Herr Professor Wiese, den bestimmt viele kennen, hat immer gescherzt, es gibt diesen einen Studenten, der im 35. Semester schon studiert. Ich hoffe, dass er vielleicht sogar auch mit zuschaut, obwohl das wahrscheinlich ein bisschen fraglich ist, ob er es tut, denn wahrscheinlich hat er die Vorlesung nicht unbedingt freiwillig besucht. Aber ich bin hier, weil ich, wie gesagt, mit Leib und Seele Unternehmerin bin und ich glaube,
Und ich habe die Frage, glaubst du, dass du Unternehmer sein kannst, dass du Unternehmer bist, Unternehmerin bist? Und meine Theorie ist, jeder kann Unternehmer sein. Und ich habe ein ganz kleines Experiment gemacht, mit dem ich mich jetzt so ein bisschen zum Klops machen kann hier. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr Vera Birkenwiel kennt. Wenn ihr sie nicht kennt, googelt sie unbedingt. Sie ist total toll. Und jetzt so ein schönes Experiment. Man nimmt irgendwas, so also einen Stift oder hier so eine Kappe und... Ja, das macht man nicht, damit man irgendwie komisch aussieht, sondern was man damit macht ist, man grinst. Und das macht man dann ein bisschen länger tatsächlich. Ungefähr, ich meine, sie hat gesagt, so 90 Sekunden, 2 Minuten. Man grinst. Und das ist total klasse, weil was dann passiert, das Gehirn denkt, dadurch, dass ich grinse, denkt das Gehirn, ich sei glücklich. Und automatisch bin ich viel glücklicher. Und deswegen würde ich euch gerne fragen, wenn ich denn schon mein Gehirn austricksen kann, dass ich denken kann, dass ich glücklich bin, dann ist auch vielleicht auch die Möglichkeit da, oder möchte ich euch anregen, viel mehr in Erwägung zu ziehen, ich kann auch Unternehmer sein. Ich kann auch Unternehmerin sein. Denn viele, und das stelle ich immer wieder fest in meinem täglichen Alltag, haben einfach so eine Scheu, die ziehen es überhaupt nicht in Erwägung, das ganze Unternehmertum. Und ich finde es so klasse, weil man kann Dinge ausprobieren, man kann Sachen neu machen, man kann Dinge anders machen. Und ich würde euch gerne im Laufe des Vortrags dazu einladen, auch mal darüber nachzudenken. Ich glaube, wie gesagt, jeder ist Unternehmer. Denn was braucht man als Unternehmer? Als Unternehmer hat man, und auch selbst Steve Jobs ist so angefangen, ja, also eine Vision, dann hat er sich Ziele gesetzt, hat Aufgaben daraus gemacht, hat Leute dafür begeistert und er hat das zusammen umgesetzt. Und ich weiß, dass ihr das auch schon gemacht habt. Jeder, der irgendwie zuschaut, dabei ist, hat mit Sicherheit schon mal eine Hochzeit geplant, einen Umzug organisiert, Abi-Feier. Wenn man es ganz nüchtern runterbricht, ist eine Hochzeit eigentlich nichts anderes als 2 Leute, die irgendwie zum Notar gehen und eine Unterschrift leisten. Ja? Wenn ich mein Abschlusszeugnis bekomme, gehe ich eigentlich zum Briefkasten, mache den auf, hole das Zeugnis raus, das war's. Ein Umzug ist, ich räume ein paar Kisten hin, damit ich ein Dach über dem Kopf habe und überlebe. Das Entscheidende ist, was ihr gemacht habt, ist, ihr teilt mit all denen, die euch geholfen haben, ja, teilt ihr die Vision des schönsten Tages eures Lebens. Ihr teilt die Vision eines Zuhauses. Und in dem Moment, wo ihr das organisiert habt, habt ihr das geschafft, diese Vision mit euren Freunden, mit euren Eltern zu teilen, Aufgaben zu delegieren und das gemeinsam auf die Beine zu stellen. Und jetzt lade ich euch einmal zu überlegen, was wäre denn, wenn das vielleicht nicht für euch wäre, sondern für jemand anderen. Denn ein Unternehmen ist natürlich immer, hat immer noch eine Gewinnerzielungsabsicht, das ist natürlich klar. Aber genau das, ihr habt es ja schon mal gemacht, die Aufgaben habt ihr schon getan, ihr habt schon den Junggesellenabschied, die Hochzeit, das alles habt ihr doch schon organisiert. Warum könnt ihr das nicht einfach nehmen, was ihr sowieso schon könnt und übertragt es und macht es für jemanden anderen, für die Vision eines anderen schönsten Tages des Lebens von jemand anderem. Macht ein Umzugsunternehmen und organisiert einen Umzug. Und dann seid ihr eigentlich im Prinzip schon Unternehmer. Und nur weil vielleicht Unternehmen davor steht, heißt das ja nicht, dass Dinge plötzlich kompliziert sind. Auch eine Budgetierung. Viele haben Angst vor Vertrieb. Naja, ihr habt doch die Leute für euren Umzug auch rekrutiert. Vielleicht das Umzugsunternehmen, die Freunde. Das habt ihr doch schon geschafft. Und nur weil Unternehmen davor steht, muss es ja nicht automatisch kompliziert sein. Ich glaube, jeder kann gründen und ich sage, einfach mal machen, weil es könnte ja gut werden. Und da möchte ich euch jetzt mitnehmen, so ein bisschen auf die Reise. Na, ich bin Heide, habe ich schon gesagt, aber wer bin ich eigentlich, dass ich euch das alles erzähle? Ich komme aus Wilhelmshaven, das ist jetzt nicht, wohne jetzt in Hamburg. Hamburg ist irgendwie ein bisschen cooler vielleicht. Ich bin 38 Jahre alt, ich habe ein durchschnittliches Abi. Ich bin Unternehmerin, das hat ja wurde gerade ja schon so schön gesagt. Und es ist nicht so, ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ich komme auch aus keinem reichen Elternhaus, meine Eltern waren im öffentlichen Dienst. Das heißt, es ist nicht so, dass ich vielleicht irgendwie prädestiniert worden war dafür. Und ja, ich möchte euch gerne ein bisschen zeigen, wie waren die Gründungsgeschichten, wie bin ich da hingekommen zu MyLilly, warum habe ich viel Stack-Yoga gemacht, wie habe ich das aufgebaut, werde euch gerne viele Beispiele geben, viele Tipps unterwegs geben und so ein bisschen erzählen, wie eigentlich so wie mein Mindset ist, wie ich an Dinge rangehe. Und dann natürlich auch zum Weltfrauentag, ne, eins meiner Herzensthemen auch, zu sagen, warum ist es eigentlich wichtig, Frauen im Gründerteam zu haben und was haben Frauen eigentlich noch für Herausforderungen? Aber gar nicht unbedingt nur Frauen, sondern auch viel
eingehen auf das Unternehmertum allgemein und ja, gebe euch da noch Tipps mit an die Hand und einen kleinen Ausblick daraus, was ich mir eigentlich für unsere Zukunft wünsche. Und ja, dann noch eine ganz kleine Bitte, seid gut zu euch. Ich versuche heute auch gut zu mir zu sein. Ich habe es den Anwesenden schon kurz erzählt. Ich habe am Donnerstag mich meine Boosterimpfung komplett flachgelegt. Also seht es mir nach, wenn ich vielleicht etwas häufiger mal auf meinen Bildschirm gucke oder mich mal zwischendurch hinsetze. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber ich glaube, wir haben trotzdem eine ganz schöne Zeit zusammen. Genau. Hier kurz der Beweis. Ich war tatsächlich an der HS Harz. Bin sehr stolz, dass ich es geschafft habe, auch mit Professor Wiese, den ich gerade schon erwähnt habe, mal einen zu trinken. Schöne Grüße an dieser Stelle und auch an die anderen tollen Professoren. Ich glaube, das kann ich mit voller Überzeugung sagen, hier zu studieren. Das ist einfach ein sehr tolles Erlebnis. Das macht absolut Spaß. Ich komme immer wieder gerne her und ich habe auch versucht, mich dementsprechend zu integrieren. Das sieht man ganz schön daran, dass ich auch mit dem Hexenhut rumgelaufen bin während meiner Zeit in der Studenteninitiative ISEC. Und ja, wenn ihr die Chance habt, hier weiter zu studieren und vielleicht noch nicht studiert oder wenn es Kinder, Enkelkinder gibt, kann ich das auf jeden Fall sehr empfehlen. Und ja, seit meiner Zeit an der HS Harz bin ich ja irgendwie zum Unternehmertum gekommen und angefangen habe ich mit Praktika, ne? So wie man das denn klassischerweise macht. Ich habe mir erstmal die Konzerne ausgesucht, habe gedacht, ja, jetzt mache ich ein bisschen Karriere, super, und habe ein Praktikum bei der Lufthansa gemacht, habe ein Projekt mit IBM gemacht und dachte so, ja, das muss jetzt ja das sein, was du möchtest, und habe dann ziemlich schnell festgestellt, das war es nicht. Ich mag es, wenn es ein bisschen agil ist, wenn ich was bewegen kann, wenn ich Dinge anders machen kann. Und ja, das geht natürlich in diesen Unternehmen auch, aber es dauert. Es ist halt sehr hierarchisch und es geht langsam. Und mir war das einfach zu langsam. Ich brauche Bewegung. Und da hat mir einfach zwischendurch extrem geholfen, dass ich im Ausland war. Ich war an der finnischen Partnerhochschule auch von der HS Harz und Jyväskylä, die sehr innovationsgetrieben sind, sehr unternehmensfreudig, auch ihre Lehre gestalten. Unternehmen mehr freundlich, war an der Tech de Monterrey, wo ich auch meine Masterthesis so gestaltet habe, dass ich für einen Verein sozusagen ein Business gegründet habe, mit dem der Verein finanziert werden kann, und habe dann immer so meine ersten Schritte in Richtung Unternehmertum und Innovationsmanagement gemacht. Und dementsprechend zum Leidwesen leider meiner Eltern habe ich dann nach meinem teuren Studium nicht gesagt, ja, ich gehe jetzt in ein großes Unternehmen, sondern habe gesagt, ich gehe in ein Startup und verzichte erstmal auf richtig viel Gehalt. Und das fanden die natürlich jetzt semi-gut, aber haben gesagt, das Kind wird schon wissen, was es tut. Wusste ich zum Glück auch. Und bin da sehr froh, dass ich dieses Vertrauen dann auch genossen habe und habe ein Startup mit aufgebaut. Auch wenn ich nicht die Gründerin war, habe ich natürlich super viel gelernt, habe das ein paar Jahre gemacht und bin dann zu der NewCo gegangen und habe da auch viel Neues gemacht. Also sprich, ich war die erste Frau, es war ein Tech-Unternehmen, also überhaupt gar keine Frauenbranche, wie man das ja manchmal so betitelt, und habe da das Produktmanagement aufgebaut und habe bei vielen Firmen, Firmen digitalisiert, unter anderem mit einem Kunden zusammen habe ich die Fußballvereine, zum Beispiel BVB, HSV, habe da viel für die Digitalisierung gemacht, habe die Apps gebaut, habe mit Xing viel zusammengearbeitet und auch ganz vielen Startups sozusagen die ersten Schritte in ihre App und digitale Welt ermöglicht, und es hat mir total viel Spaß gemacht. Und ja, hatte immer so diese Passion für Startups, habe Startup-Events organisiert, also das größte Pitch-Event, sprich ein Event, wo ganz, ganz neu, frisch gegründete Startups ihr Unternehmen das erste Mal vorstellen. Das habe ich gemacht, und ich habe das Startup Weekend Women, also eine Unternehmerveranstaltung für Frauen, ins Leben gerufen und habe immer diese Passion gehabt. Und irgendwann habe ich gedacht, bist du halt Beraterin und redest immer viel, vielleicht solltest du auch das einfach auch mal selber machen. Man kann ja immer gut schnacken, wie wir in Hamburg sagen, aber letztendlich musst du es natürlich auch mal selber machen. Und ja, es hat natürlich auch die ganze Zeit in mir gekribbelt. Und dann, das haben wir ja gerade schon schön gehört, habe ich tatsächlich Anfang 2018 mein erstes Unternehmen gegründet. Das ist MyLilly, mittlerweile MyLilly Organic Femcare. Zu dem Zeitpunkt, haben wir gerade schon gehört, haben wir mit was anderem angefangen. Und seit Anfang 2021 arbeite ich an Feels Like Yoga. Mehr dazu erzähle ich gleich, wie ich da eigentlich hingekommen bin und warum ich das eigentlich alles gemacht habe. Ja, und nebenbei mache ich auch weiter mit dieser
ja, damit weiter, Startups zu unterstützen, weil es einfach für mich eine Herzensangelegenheit ist. Und das ist auch der Grund, warum ich ja auch heute hier bin und immer gerne wiederkomme. Genau. Was ist denn, wenn ich nicht Wedding-Planner, Umzugsplaner und so weiter sein möchte? Was mache ich denn dann? Wie bin ich dazu gekommen, eigentlich Tampons in Pralinenschachteln zu verkaufen und warum mache ich Yoga für die Haut? Und ich glaube, ich habe das mitgebracht, um euch zu zeigen, dass es halt unterschiedliche Ansätze geben kann, um ein Unternehmen zu gründen oder unterschiedliche Herangehensweisen. Bei Malili war das so, wir haben ganz, ganz klar, gab es ein Problem. Ich habe beziehungsweise mehrere Probleme, die ich identifiziert habe. Und das erste Problem war, das sieht man ganz gut, Bio gab es mittlerweile überall, absolutes Trendthema, zum Glück, ne, haben die Leute sich über Bio Gedanken gemacht und dann sah das Damenhygieneregal so aus. Es gab OB, dann gab es vielleicht noch eine Handelsmarke und dann war es das. Okay, ich habe erst mal überlegt, so gut, wie kann das sein? Was ist denn da drin, dass es da kein Bio gibt? Geht das überhaupt? Vielleicht geht das ja gar nicht in Bio. Und habe festgestellt, wow, nicht nur ich habe gar keine Ahnung, was da drin ist und ob Bio geht oder nicht, sondern 9 von 10 Frauen hatten keine Ahnung, was eigentlich in ihrem Tampon steckt. Und wenn man sich das mal überlegt, in jeder Hautcreme, überall müssen Inhaltsstoffe dargestellt werden. Und in dem Produkt, was wir 8 Stunden lang, mehrere Tage, Monate in unserem Körper tragen, haben wir gar keine Ahnung, was da drin steht. 9 von 10 Frauen, das ist eine riesengroße Masse. Ja, ist aber auch gar kein Wunder, es war noch nicht unsere Schuld, denn es gab überhaupt gar keine Transparenz. Na, auf der Pizza, auf der Creme steht drauf, was drin ist. In Tampons muss es halt nicht, gibt es keine Deklarationspflicht, es muss nicht draufstehen. Also auch das ein großes Problem. Dann habe ich gesagt, so wow, habt ihr gesehen, ich habe mich seit längerer Zeit schon für Frauen-Empowerment engagiert und dann kann es doch nicht sein, ich habe doch als Frau das Recht zu wissen, was in mir steckt. So, und das darf man dann auch jetzt auch gerne mal doppeldeutig sehen. Ja, ich möchte das doch wissen. Und ja, warum wir das auch nicht wussten, ist das große Thema, das ist halt ein Tabuthema, die Periode immer noch. Ja? Und es galt irgendwie so dieses ganze Thema Periode aus dieser Scham- und Tabuzone rauszuholen und ja, eine gewisse Transparenz zu schaffen für Inhaltsstoffe und ne, dieser riesen OB Always, die da auf dem Markt hängen, boah, die hingen da auch schon ganz schön lange und es ist lange nichts passiert. Also, was haben wir gemacht? Wir haben uns überlegt, okay, wir bringen einen Bio-Tampon auf den Markt. Der musste aus 100% Bio-Baumwolle bestehen, weil ohne Schadstoffe, das heißt, die Baumwolle wurde nicht mit Pestiziden und Co. besprüht. Wir haben gesagt, okay, was machen wir anders? Das soll in den Briefkasten passen, das soll schön aussehen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich konnte es im Abo bestellen, das konnte man vorher auch nicht. Es kommt in den Briefkasten, das heißt, ich muss es nicht an der Kasse irgendwo kaufen. Und ich konnte mir meinen eigenen Mix zusammenstellen. So, weil wir festgestellt haben, die meisten Tampons gibt es im Mini Normal super, super plus. Die meisten Frauen brauchen aber nicht nur eine Packung, sondern müssen dann immer 3 kaufen. So ein Blödsinn. Also haben wir das Ganze versucht, ein bisschen nachhaltiger zu machen. Also was war die Grundidee? Es gab ein Problem, wir haben eine Lösung gefunden, es gab eine Lösung und dann hat sich sozusagen um die Lösung hat sich das Team formiert, beziehungsweise das Team hat natürlich zusammen an der Lösung gearbeitet, aber zuerst war halt das Problem da und die Überlegung, was machen wir damit, und dann kam das Team und dann kamen die Investoren. Bei Feels Like Yoga war das ein bisschen anders. Bei Feels Like Yoga war das nämlich so, ich hatte meinen Mitgründer schon. Ich hatte schon jemanden, von dem ich wusste, mit dem möchte ich gerne zusammen gründen. Wir ergänzen uns extrem gut, aber wir hatten noch kein Produkt. Wir wussten nicht, was wir machen, weil wir wussten, wir wollen unbedingt was gründen. Und das Schöne war, wir hatten auch schon eine Unternehmensphilosophie. Wir wollten halt ein Unternehmen schaffen, in dem man gerne arbeitet, was unbedingt nachhaltig ist. Wir wollten, dass man auch vielleicht von überall arbeiten kann. Wir wollten ein diverses Unternehmen, wo jeder sich willkommen fühlt und jeder seine Stärken einbringen kann und wo jeder was lernen kann. Das war uns extrem wichtig. Und es sollte umweltbewusst nachhaltig sein, das war uns wichtig, und zwar als Selbstverständlichkeit und nicht als das Ding, was man riesengroß oben drüber schreiben muss, sondern natürlich ist es nachhaltig. Und wir wollten gerne irgendwas machen, was einem hilft, sich besser zu fühlen. Wir haben zwar gerade mitten in der Corona-Zeit, wir haben uns irgendwie alle, Entschuldigung auf Deutsch gesagt, ein bisschen scheiße gefühlt. Ja, so. Und wir wollten irgendwas machen,
ja, dass man sich irgendwie wieder ein bisschen besser fühlt, dass man sich so ein bisschen mehr bei sich ist, bis dann aus diesem Kokon rauskommt. Das war der Wunschgedanke. Eines Tages, es war ein bisschen Wein im Spiel, haben wir festgestellt, irgendwie passt das alles total gut auf Yoga. Ich mache Yoga, mein Geschäftspartner meditiert häufig, obwohl er das so nicht nennen würde. Yoga passt zur Unternehmensphilosophie, ne? Yoga mache ich, weil ich irgendwie mit meiner Umwelt auch im Reinen sein möchte, umweltbewusst. Und Yoga hilft mir und den meisten, die es praktizieren, einfach, um sich wieder wohl zu fühlen, um sich frei zu fühlen. Cool. Also haben wir uns überlegt, können wir denn dieses Gefühl von Yoga, von Freiheit, von Frische, von ich bin mit mir im Reinen, mit der Umwelt im Reinen, es geht mir gut, ich fühle mich wohl, können wir das auf andere Lebensbereiche übertragen? Und haben so die Idee von Feels Like Yoga gehabt, beziehungsweise Feels Like Yoga Skincare. Und wir haben gesagt, okay, wir machen milde Naturkosmetik, also etwas, was ich auf mich drauf trage, wo ich einatmen kann, wo es mir gut tut, die aber, und das war ganz wichtig, soll sie sich nicht nur wie Yoga anfühlen, sondern es muss natürlich funktionieren. So, es sollte besonders mild sein, es sollte gut riechen, das war mir wichtig. Und es sollte für jeden Hauttyp funktionieren, dass ich nicht stundenlang überlegen muss, oh Gott, ich habe dies, das, Ananas, ne, sondern es funktioniert für mich einfach. Ganz wichtig ist, es ist kein Medizinprodukt, da muss man nochmal unterscheiden, ne? Das können wir sowieso nicht leisten, es kann aber keine Creme leisten da draußen, die nicht im medizinischen Bereich ist. Und was wir gesagt haben, wir wollen eine Routine erschaffen, dass dieses ganze Beauty-Thema, ich creme mich ein, ich tue meiner Haut was Gutes, weg ist von dem Ganzen, ich mache mich schön, sondern vielmehr das Ziel ist, ich mache das, damit ich mich gut fühle. Und dabei war uns wichtig, auch das ganze Thema Echtheit, Diversität mit in den Vordergrund zu rücken. Also man sieht es ganz schön bei den Mädels. Für mich sehen die beiden Mädels perfekt aus, ich finde die total schön. Aber nach den neuen Beauty-Standards, die zum Teil leider herrschen, muss man sagen, oh, das linke Mädel, rote Haare, Sommersprossen, dann hat sie hier so ein bisschen pickelig sowas auf der Nase. Ja, ist nicht Beauty-ideal. Die rechte Frau, ja, die hat hier auch so ein ganz bisschen was. Ich denke, sie sind doch schön, die sind doch wunderschön, die beiden. Ja? Perfekt. Sie sehen doch gut aus. Lass uns doch, die beiden fühlen sich wohl, lass uns doch viel mehr Dinge, Cremes und Co. machen, Beauty-Produkte machen, mit denen man sich wohlfühlt und mit denen man auch echte Menschen zeigen kann, statt irgendwelcher überholter Schönheitsideale. Und so ist dann Feels Like Yoga entstanden, also sprich eine Mischung zwischen Yoga, Nachhaltigkeit, ein bisschen Beauty, das muss auch sein, und ganz viel Self-Care. Und wie das Ganze aussieht, das zeige ich euch hier einmal kurz. Never been in love, or maybe I never been in love, or maybe I'm doing what's too loud, too up in my head, too late, too bad, I'll say it again, never been in. Genau. Ja. So, also kurz, weil ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen werde, um das so ein bisschen, My Lily, die mit den Tampons, auch wenn sie jetzt viel mehr machen, aber My Lily, die mit den Tampons, Feels Like Yoga, die mit den Pflegeprodukten und mit dem guten Gefühl sozusagen. Und am Anfang waren sich diese beiden Firmen aber extrem ähnlich, ja, oder sind es auch immer noch. Wir haben nicht viel Kapital gehabt, beziehungsweise wir haben wenig Kapital investiert, haben Dinge ausprobiert, haben sie getestet, haben sie verbessert, haben es anders gemacht und haben es größer gemacht. Und wir haben viel getestet und viel anders gemacht, und aber auch viel größer gemacht. Und man sieht hier ganz schön sozusagen die Anfänge von My Lily. Das in der Mitte ist das Auto, mit dem wir sozusagen die Tampons abgeholt haben. Und das, was ihr links seht, sind die Verpackungen, in denen wir die Tampons verpackt haben. Und da unten drunter seht, ja, wir haben die verpackt. Sprich, diese Packungen haben wir genommen und gefaltet. Bei den ersten haben wir pro Packung über eine Minute gebraucht, bis die fertig war. Ne, und bis wir dann das alles bestückt hatten mit den Tampons, dann unten rechts sieht man die Mütter, die unsere Beilagenzettel, die verpflichtend dabei liegen müssen, zum Glück, ne, ausgedruckt und gefaltet haben. Ein enormer manueller Aufwand. Warum?
Wir hätten das auch alles automatisieren können, dann hätten wir sehr viel Geld investiert, wir hätten aber noch gar nicht gewusst, ob unser Produkt überhaupt funktioniert da draußen. Es gab noch keine Bio-Tampons. So, das Thema Periode war ein Tabuthema. Wer wusste denn, ob wir überhaupt irgendwo Gehör finden? Deswegen haben wir vom Mindset her klein angefangen, es größer gemacht und zum Glück waren wir nicht die Einzigen, die das gut fanden, das Ganze, sondern haben dann auch relativ schnell sehr viel positive Presse bekommen, viele Influencer gehabt, die mit an Bord gekommen sind, haben eine Frauenärztin gehabt, die uns auch unterstützt hat oder mehrere tatsächlich und haben so recht schnell auch erste Erfolge erzielen können, nach nur wenigen Monaten. So haben wir uns sozusagen Verbündete gesucht. Und auch bei Feels Like Yoga haben wir das gemacht. Das war, ich zeige euch das nochmal, wie ihr das gleich in unserem Jahresrückblick 2021 sehen könnt, denn wir haben tatsächlich, sind wir erst im Oktober 2021 live gegangen. Also wir sind noch ganz, 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 ganz jung. Und der Unterschied da ist ein bisschen, bei Malilli gab es deutlich mehr Kapital. Bei Malilli hatten wir Investoren mit an Bord, mit denen wir zusammen gegründet haben. Und bei Feels Like Yoga ist es gebootstrapped, nennt sich das. Bedeutet, es gibt kein externes Kapital, was für mich bedeutet, all meine Ersparnisse stecken in dieser Firma. So, ja, das heißt, es ist ein bisschen andere Kapitalgrundlage, aber wir haben beide Firmen tatsächlich aus dem Wohnzimmer gegründet, wie man das normalerweise bei Bill Gates zum Beispiel kennt. Der hat das ja angeblich auch gemacht. Und das wie so die Anfänge waren, das zeige ich euch jetzt einmal. Also ohne Ton. Hier siehst du nochmal unsere Arbeitsgeräte. Das sind die ersten Designs. Da kommt die erste Ware an. Das ist unser Fahrstuhl. Ja, wird das erste Mal getestet. Das war der Launch-Tag. Da saßen wir mit dem ganzen Team zusammen. Dann ist Facebook zusammengebrochen. Das war nicht so cool. Ja, und wir haben immer geguckt, dass wir auch viel Spaß haben, ne? Das war das Team. Wir haben viel Quatsch gemacht zwischenzeitlich. Und ja, es war unsere Weihnachtsfeier. Genau. Heißt, ich sag mal, aller Anfang ist wuselig und ja, ich könnte euch natürlich jetzt auch erzählen, wie wir uns hingesetzt haben und den Businessplan ausgearbeitet haben und wie wir überlegt haben, welches Geschäftsmodell ist auch wichtig, welche Strategie, aber auch welche Unternehmensform. Das haben wir auch alles gemacht, aber wir versuchen uns mal darauf, um die Umsetzung zu fokussieren. Einfach mal machen. Ja, erstmal gucken, rausgehen, gucken, testen, mit Leuten sprechen, probieren. Und wenn es funktioniert, dann kann ich, wenn ich nicht direkt am Anfang muss, mir dann immer noch überlegen, welche Unternehmensform ich dann eigentlich wählen möchte. Aber da brauche ich mir keine Gedanken drüber zu machen, wenn mir noch niemand gesagt hat, dass mein Produkt oder meine Dienstleistung gut findet. Deswegen einfach mal machen, haben wir auch. Bis jetzt ist ganz gut geworden. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob ich hier. So. Ich habe gerade schon gesagt, ich bin nicht als Gründerin geboren. Und ich hätte zu meiner Zeit hier an der Hochschule auch niemals für möglich gehalten, dass ich einmal gründen werde. Ich fand das immer cool und ich fand das toll und ich habe mir das immer angeguckt, mich damit beschäftigt, aber ich kann doch nicht gründen. Was? Doch, glaube ich schon. Ich glaube, jeder kann gründen. Jeder ist ein Gründer, eine Gründerin. Und ich habe mir zum Glück irgendwann gedacht, kann einfach mal machen. Und ich möchte euch so ein bisschen auf die Reise nehmen, was so mein Mindset immer war. Was sind so ein paar Dinge, die ich immer wieder hinterfrage. Und eine Dinge, die mich auch antreiben. Ne? Also eine Sache, die bei mir immer ist, ich habe Lust, Neues zu erschaffen. Ich habe Lust, Dinge neu zu machen, anders zu machen, Sachen miteinander zu verknüpfen. Ne? Also Hautpflege, das ist nichts Neues, das gibt es schon ewig. Kleopatra hat schon Hautpflege betrieben. Yoga gibt es auch schon ewig, auch das geht Jahrhunderte zurück. Kann man das Ganze irgendwie miteinander verbinden und daraus was Neues, Größeres und Tolleres erschaffen? Und eine Frage, die für mich immer super, super wichtig ist, ist, was kann mir denn schlimmstenfalls passieren? Also wenn ich das jetzt anfange, wenn ich jetzt mal richtig absolutes, ne, wir sagen mal so schon Worst-Case-Szenario, der absolut schlimmste Fall, dann habe ich kein Geld mehr.
jetzt doof. Vielleicht habe ich ein bisschen Schulden, aber ich halte mich eigentlich für intelligent genug, dass ich das noch einigermaßen abwenden kann. Und dann, ja, es gibt in Deutschland ein gutes System. Ja, wenn ich kein Geld mehr habe, bekomme ich Hartz IV oder ich bekomme Sozialhilfe. Finde ich das schön für mich, erstrebenswert? Natürlich nicht. Ist das schlimm? Nein, überhaupt nicht. Ich habe das Glück, ich wohne in einer sehr kleinen Wohnung. Ja, es hätte sein können, dass wenn ich jetzt eine große Wohnung gehabt hätte, dann hätte ich die vielleicht abgeben müssen für den Fall, dass ich sozial... Ja, und dann? Das ist blöd, ja? Aber man kann ja auch vieles in Bahnen denken. Es hätte mich aber nicht gebrochen. Ich hätte nicht auf der Straße gesessen, ich hätte was zu essen gehabt, ich hätte Freunde und Familie im allergrößten Notfall gehabt, die mich unterstützt hätten. Also was zur Hölle hätte mir denn schlimmstenfalls passieren können? Nichts. Ganz viele sagen so, oh Gott, was ist denn, wenn ich scheitere? So ein typisch deutsches Ding. In anderen Kulturkreisen gibt es das eigentlich nicht. Ja? Was ist, wenn ich scheitere? Da machst du es dein nächstes Mal besser. Was ist so schlimm daran, es zu probieren? Ja, die meisten Leute, die darüber reden, oh Gott, der ist gescheitert, sind eigentlich im Prinzip nur neidisch, weil sie sich selber nicht trauen, es selber zu versuchen. So, deswegen, selbst wenn es scheitert, ist doch egal. Dann hast du es wenigstens versucht. Ja, dann machst du es das nächste Mal besser. Lerne einfach aus den Fehlern, ist doch okay. Mach doch nichts. Also was kann einem denn schlimmstenfalls passieren? Eigentlich gar nichts. Und das kann ich selber auch nicht besonders gut. Dieses Mindset, ich muss mir das auch immer wieder sagen. So My Lily Before Feels Like Yoga habe ich auch so ein bisschen wieder dieses Mantra, machst du jetzt mal einen richtigen Job, dann kannst du jetzt auch richtig Geld verdienen und ist ja sicher. Nein, weil das bin ich nicht. Ich habe Lust, Dinge neu zu machen. Ich habe Lust, Dinge zu verändern. Und was kann mir denn schlimmstenfalls passieren? Dass ich kein Geld mehr habe. Ja gut, dann ist das halt so. Und dann versuche ich, meinen Fokus immer rüber zu lenken und zu sagen, okay, das, was ich mir jetzt gerade überlegt habe, wenn ich dann Angst habe, vielleicht ist das noch zu klein gedacht. Wenn ich Angst habe, dass das schief geht, vielleicht ist es zu klein. Vielleicht muss ich einfach noch viel größer denken. Ja? Wenn ich darüber nachgedacht habe, was eine Hautcreme zu erschaffen. Vielleicht ist das zu klein, vielleicht muss ich viel größer denken, vielleicht muss ich eigentlich einfach denken, wie schaffe ich es, dass Männer, Frauen sich einfach wohlfühlen in ihrem Körper und was kann ich denn darum alles schaffen? Dann bin ich auf einmal nicht mehr bei Hautcreme, sondern bin ich bei ganz anderen Produkten, ganz anderen Dienstleistungen, ganz anderen Möglichkeiten. Ja, dann kann ich Yoga-Retreats anbieten, dann kann ich mir, dann baue ich mir auf Bali oder auf Hawaii ein riesengroßes Zentrum, wo alle hinkommen können und ich bin rum, ne, Workshops machen. Aber das ist das Schöne, ich kann anfangen zu träumen und Dinge groß zu machen und habe vor allen Dingen auch viel mehr Möglichkeiten, mein Unternehmen erfolgreich zu machen, wenn ich nicht daran denke, ich mache jetzt diese Hautcreme, sondern wenn ich in viel größeren Dimensionen und Möglichkeiten denke. Und eine Sache, die für mich wichtig ist, und das gilt ganz sicher nicht für alle Unternehmer und das ist auch nicht verpflichtend, ist, ich für mich finde es immer wichtig zu überlegen, hat es einen Impact? Ich möchte mit meiner Arbeit, mit dem, was ich habe, möchte ich etwas Positives leisten. Ich möchte mir nicht einfach die Taschen voll machen, sondern, und deswegen halt auch der Yoga-Gedanke, ich möchte gucken, dass es mir, aber auch meiner Umwelt damit gut geht. Weil ich möchte beweisen, dass Business, also Geld verdienen, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Thema Empowerment, dass es halt Hand in Hand gehen kann. Ich habe früher super viel ehrenamtlich gemacht und habe das auch gerne gemacht, aber irgendwie war es immer so, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit war immer nebenbei und es ging immer zu Lasten meiner Freunde, meiner Freizeit und dann irgendwann auch meiner Gesundheit, weil es einfach so viel Zeit eingenommen hat. Und dann habe ich überlegt, so, naja, als Unternehmen, ich kommuniziere so viel nach draußen, macht man Werbung noch und nöcher. Wäre es nicht viel cleverer, diese Werbung und diese Kommunikationsfläche zu nutzen für Dinge, die halt auch einfach wichtig sind, für Sachen, die gesagt werden müssen und gehört werden sollten. Und das war für mich auch ein entscheidendes Ding, was mich immer antreibt, zu sagen, ich habe ja mit diesem Unternehmen auch die Möglichkeit, für Dinge einzustehen und Dinge zu kommunizieren, die mir wichtig sind, von denen ich auch glaube, dass sie da draußen gehört werden sollten. Und und dadurch bin ich natürlich auch mit Herz bei der Sache und kann auch hinter dem Unternehmen natürlich stehen und habe auch einen Grund, jeden Tag dafür aufzustehen. Und bei Malili war das so, ich habe es gerade schon erzählt, es war ein Tabuthema, wir konnten das Thema Body Positivity für uns nutzen, das Thema Feminismus, also diesen modernen Feminismus, ich glaube, das ist ganz wichtig dazu zu sagen, inklusiven Feminismus, dabei auch immer weiter kommunizieren und ich erinnere mich, als wir angefangen haben mit Malili, gab es auf YouTube
5 Videos zum Thema Periode. Man hat im Internet zu dem Thema Periode, ich sag mal, diese Schulbildchen, die hat man gefunden, ja, natürlich. Aber ansonsten, es war grauenhaft, es gab keine Aufklärung da draußen. Mittlerweile gibt es Plattformen noch und nöcher und es ist toll zu sehen, wie sehr es sich entwickelt hat und wie man vielleicht auch selber einfach zu dieser Entwicklung beigetragen hat. Und das Gleiche geht halt für vieles Leg Yoga. Ja, wir können uns, ich habe die Möglichkeit, eine Beauty-Marke zu kommunizieren ohne überzogene Beauty-Standards. Und ich kann dafür sorgen, dass Menschen vor den Spiegel treten morgens mit dem Mindset, nicht zu sagen, ich mache mich jetzt schön, sondern ich tue jetzt etwas für mich. Und das ist ein ganz anderer, ich bin bei mir, ich tue etwas für mich und nicht, ich mache mich schön für andere. Und das ist etwas, was mir immer wichtig ist. Und hier ist nochmal, habe ich nochmal mitgebracht, dass das nicht einfach nur leere Worthülsen sind sozusagen, sondern wie wir das ganz konkret auch umgesetzt haben, ist, bei MyLilly haben wir zum Beispiel mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung zusammengearbeitet, ganz viel. Das planen wir bei Feels Like Yoga jetzt auch zu tun. Hintergrund, warum wir das noch nicht machen konnten, ist, die haben leider aktuell, viele von denen haben aktuell geschlossen aufgrund der Corona-Situation zum Schutz der Mitarbeiter, was natürlich auch super wichtig ist. Und bei MyLilly haben wir schon ein Frauenprojekt unterstützt mit Taste of Malawi und haben dort Produkte bezogen und haben so den Frauen vor Ort eine Ausbildung ermöglicht. Mit Feels Like Yoga unterstützen wir Yoga Hilft. Das ist ein ganz, ganz toller Verein. Die bieten soziales Yoga an, also zum Beispiel Therapie begleiten für Geflüchtete, für Frauen in Frauenhäusern, an Brennpunktschulen, damit auch Menschen, die sich das sonst vielleicht nicht leisten können, eben dieses Erden, Stärke finden, einfach auch erleben können. Und gleichzeitig haben wir bei uns bei Feels Like Yoga zum Beispiel bei unserem Produktionspartner geguckt, okay, selbst bei unserem Produktionspartner werden da Männer und Frauen gleich bezahlt, arbeiten die mit erneuerbaren Energien, sind unsere Produkte wirklich nachhaltig, sind die Rohstoffe nachhaltig, sind unsere Verpackungen nachhaltig. Und ja, das waren alles Entscheidungen, die ich sozusagen unterwegs getroffen habe, gemeinsam natürlich mit meinen Geschäftspartnern, um halt diesen Impact-Gedanken auch weiter mitnehmen zu können. Und ja, jetzt das wichtige Thema, weswegen wir natürlich auch hier sind. Ich werde mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil ich habe ja gesagt, achtet auf euch. Es ist auch wichtig, Pausen zu machen. Ich habe so schön geschrieben, ohne Frau sollte man nicht gründen. Das ist natürlich ein bisschen provokativ. Was meine ich damit? Die gute Nachricht ist, weiblich geführte Teams sind erfolgreicher. Geil. Finde ich natürlich super. Ja. Ich habe so ein paar Fakten mitgebracht, die von unterschiedlichen Quellen her stammen. Also zum Beispiel, wenn ich in ein Team, das von Frauen geführt oder mit Frauen geführt ist, habe ich für mein Investment bekomme ich 35% mehr raus, sagt die Irving Marian Kaufmann Foundation. Sind aber nicht die einzigen, auch die Boston Consulting Group hat herausgefunden, wenn ich in ein Unternehmen investiere, dann erwirtschaften Frauen pro Dollar, den ich investiere, 78 Cent, Männer hingegen nur 31 Cent. Das klingt jetzt ein bisschen schlecht, ne? Ich habe einen Dollar investiert, kriege 78 Cent raus, klingt dann nicht so gut ein Deal, liegt natürlich letztendlich auch daran, dass natürlich viele Startups pleite gehen. So, das muss man ja auch immer sagen und das ist auch okay. Aber das Wichtige an dieser Aussage ist natürlich, wow, 78 Cent versus 31, das ist ganz schön gut. Ja, das ist ein krasser Unterschied. First Round Capital hat, das ist ein Kapitalgeber für junge Unternehmen haben festgestellt, dass ihre Firmen, die sie unterstützen, 63% besser abschneiden, wenn auch Frauen im Gründungsteam mit dabei sind. Wow. Und auch McKinsey hat festgestellt, und das gilt nicht nur für Startups, sondern es gilt auch für andere Firmen, dass es eine 15% höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass wenn Frauen oder diverse Gründungsteams, das ist ja nicht nur Frauen, dass die eine 50% höhere Wahrscheinlichkeit haben, Renditen über dem Branchenmedian rauszubekommen. Also nicht nur einfach gut funktionieren, sondern 15% besser. Ja, und höhere Umsätze, höhere Gewinne und höherer Marktwert, das ist auch das, was Intel rausgefunden hat. Das ist aber nicht genug.
Frauen sind tatsächlich, wenn sie führen, nachhaltiger. Sprich, sie sind nicht so sehr monetär getrieben, sondern sie investieren halt auch viel langfristiger und auch in nachhaltige Themen, also ressourcenschonendes Arbeiten unter anderem und in soziale Aspekte. So, es klingt alles super, ne? Ich würde sagen, geil, das muss doch die Startup-Landschaft und die ganze Unternehmerlandschaft eigentlich so aussehen. Mindestens 50% Frauen, beziehungsweise sehr, sehr divers aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Hurra. Gibt es aber leider ja noch so ein paar Herausforderungen als Gründerin. Habe ich da mal so ein schönes Bildchen mitgebracht. Jetzt würde natürlich jeder von euch sagen, ja, ist doch alt, das ist doch lange her. Ist es auch und es ist auch gut so. Das Problem ist, dass Menschen leider nicht über Statistiken funktionieren, sondern über Emotionen und über das, was wir gelernt haben. Zum Glück haben wir mittlerweile gelernt, dass das, nämlich Frau gehört an den Herd und der Mann bringt das Geld nach Hause, dass das total veraltet ist. Aber ganz viele kleine Dinge aus diesen Strukturen sind leider noch immer in unseren Köpfen. Da können wir nichts für, da kann weder ein Mann was für, da kann auch keine Frau was für. Das ist aber einfach so, sind wir noch sozialisiert. Und ganz viele Dinge spiegeln sich auch im Unternehmertum, insbesondere bei Unternehmern, die nach Kapital fragen, immer noch wieder. Wir haben halt das mit dem starken Frauen, Karrierefrauen, Gründerinnen, haben wir halt leider anders mal gelernt. Aber das Schöne ist, ihr habt das jetzt gehört, ja, ihr wisst das, und dann kann man sich auch einfach selber mal hinterfragen. So, und dass das noch nötig ist, das zeige ich euch jetzt mal. Denn aktuell sind nur, beziehungsweise ich persönlich muss sagen, immerhin 17,7% der Gründer weiblich. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, waren wir, glaube ich, bei 9,5. Das war ganz schön traurig. Ja? Und ganz häufig das Thema, und das war auch mein Thema, mir haben total die Vorbilder gefehlt. Es gab keine Gründerinnen, die da draußen sichtbar waren. Also mir würde wirklich zu diesem Zeitpunkt keine Gründerin einfallen. Die einzigen, die vielleicht noch sichtbar waren, das waren irgendwelche Erbinnen. Da haben wir gesagt, ja gut, mit der kann ich mich halt auch nicht identifizieren. So, das wird halt ein bisschen schwierig. Und ganz häufig ist es auch so, dass viele Frauen sozusagen als das Gesicht dargestellt werden. Ne? Dann steht die Frau vorne. Das ist insbesondere bei Influencerinnen ganz, ganz gerne. Dann werden auch gerade, wenn sie porträtiert werden in den Medien, da steht die Frau vorne, dann ist die, die das hübsch macht und der Mann leitet im Hintergrund angeblich das Unternehmen. Selbst wenn das so ist, das würde ich überhaupt nicht schlecht reden, weil auch die sind extrem kreativ und das ist sowieso ein sehr großes Problem, dass wir nämlich den vielen Influencerinnen da draußen ihre Branche absprechen. Das sind nämlich die einzigen, weiß ich nicht, aber eine der wenigen Frauen, die tatsächlich eine komplette Branche geschaffen haben. Nämlich die Influencer-Branche wurde hauptsächlich von Frauen geschaffen und von Frauen dominiert. Und ich finde es ganz schrecklich, dass wir das häufig, so wie ich gerade, belächeln. Da steckt extrem viel Arbeit hinter und das meiste sieht man aber nicht. Deswegen ist man häufig gewillt zu sagen, die kann ja nur ein bisschen Fotos und ein bisschen posieren. Vollkommener Blödsinn. Sie macht sehr viel kreative Arbeit und von dem Mann, um das jetzt einmal so krass drastisch zu vergleichen, der bei ProSieben die Werbung arrangiert und die Werbespots macht, würde ich ja auch nicht sagen, ach, der kann nur ein paar hübsche Bildchen. Sondern das sind meistens sehr, sehr krasse Unternehmerinnen, die auch wirklich sehr kreative Arbeit leisten, wo viel Arbeit dahinter steckt. Und ich finde, das sollte man viel mehr würdigen, was sie da eigentlich leisten. Sprich, selbst wenn es so wäre, wenn es nur eine Frau, wenn sie nur im Vordergrund steht und der Mann macht die Hintergrundarbeit, ist das auch okay. Aber ich wünsche mir einfach, dass es auch anders beleuchtet wird. Dass wir auch die Gründerinnen sehen, die nämlich die Hintergrundarbeit machen. Wo vielleicht auch ein Mann vorne steht, ja, und das Gesicht der Firma ist. Dass man einfach viel mehr Gründerinnen in ihrem Alltag sieht, damit wir halt einfach auch mehr Vorbilder haben. Das Problem, was ich beobachte, und das soll gar nicht pauschalisierend sein, sondern einfach etwas, was ich auch ja, immer wieder mitbekomme, ist, dass wir Frauen es häufig ein bisschen schwerer haben, dieses Großdenken, groß zu denken. Und dass wir uns häufig auch nicht so gut verkaufen können. Hat auch damit zu tun, dass wir auch viel sozialisiert worden sind, nicht so viel Raum einzunehmen. Ja?
braves Mädchen sein ist zum Beispiel ein typisches Narrativ. Wenn Jungs laut sind, so, dann so, ach ja, lass ihn mal, ne? So, komm, geh spielen, geh raufen, geh Fußball spielen, sei laut. Das ist bei Mädchen halt nicht so. Wir werden von, oder sind zumindest ganz lange so sozialisiert worden, dass wir lieber still sind, still sitzen, brav, sonst bist du eine Zicke, sonst bist du die Karrierefrau, die mit Haare auf den Zehen. Das kennt man, glaube ich, alles, so diese Narrative. Und das sind so diese Dinge, von denen wir uns so ein bisschen langsam anfangen müssen, uns auch zu lösen. Denn wir Frauen wollen ja groß denken. Wir werden aber extrem auch von außen darin limitiert. Das ist ganz interessant. Es gibt eine Studie, die sagt, wenn ich als Frau ein Businessmodell einem Investor vorstelle, dieses gleiche Businessmodell stellt ein Mann vor, das gleiche Ding, dann werde ich als Frau nach den Risiken gefragt und der Mann wird nach den Chancen gefragt. Wenn ich überlege, ich so mal in meine Malilli-Zeit zurück, mit wie vielen Investoren ich gesprochen habe, was alleine das für ein krasses Potenzial ist. 10 Menschen, mit denen ich spreche, die sich im Unternehmertum auskennen, mit denen ich mir Ping-Pong hin und her spielen kann, was für tolle Chancen mein Geschäftsmodell birgt. Auf was ich da alleine alles komme. Versus, ich bin die Frau und 10 Menschen sitzen da und sagen mir, kannst du das denn? Hast du dir das richtig überlegt? Bist du sicher, dass das so funktioniert? Was sind die Risiken? Und ich höre halt immer wieder Risiko, 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 Risiko. Das ist ganz schön heftig. Lösung wäre natürlich zu überlegen, wenn ich Fragen bekomme, was eigentlich das Risiko ist, problemlösungsorientiert, lösungsorientiert, zukunftsorientiert zu antworten. Man kann das Ganze umgehen, aber trotzdem zeigt das natürlich nochmal sehr gut, welche strukturellen Probleme es noch gibt, warum auch sich viele Frauen nicht so sehr ans Gründertum rantrauen und warum wir vielleicht manchmal auch weniger erfolgreich sind, als wir das eigentlich gerne sein würden und vor allen Dingen auch könnten, weil wir haben ja gesehen, Frauen in Gründerteams machen Gründerteams erfolgreicher. Aber noch ist es nicht so. Denn meistens ist es so, Männer investieren leider in Männer. Ja, das ist aber auch ganz normal, weil es gibt so dieses Klassische, ne, es gibt Männerthemen, dass das nicht so ist, das wissen wir alle, aber ne, dass es keine klassischen Männer- und Frauenthemen gibt, ist klar, aber so wie man es standardisiert betrachten würde, wenn ich ein Mann bin, investiere ich am liebsten entweder in Dinge, mit denen ich mich beschäftige, an denen ich Spaß habe. So, und das ist häufig, dann die einen investieren, kaufen sich einen Fußballclub, die anderen irgendwie ein cooles Tech-Unternehmen. Das macht ja auch viel mehr Spaß, als Investor zu sagen, ich habe ein richtig geiles Tech-Startup gefunden. Ich habe übrigens in Facebook und in Amazon investiert, als zu sagen, ich mache Tampons. Ja? Klingt halt als Mann nicht. Das ist nicht cool und dementsprechend ist natürlich die Hürde für viele Männer und viele Investmentfonds, die von Männern geprägt sind, halt einfach, die Hürde ist viel größer, da rein zu investieren. Insbesondere, man investiert natürlich auch in Branchen, mit denen man sich auskennt. So, und wenn ich natürlich als Frau in einem eher männerbezogenen Thema gründe, dann habe ich zwar mit den Vorurteilen zu kämpfen, aber wenigstens finden die Männer das dann irgendwie vielleicht interessant. Das ist mal so ganz flapsig zu sagen. Aber wenn ich natürlich dann auch noch, wie ich das getan habe, in einem Frauenthema gründe, dann wird es schon schwierig, weil sich auch mein Gegenüber eventuell mit diesem Thema gar nicht so auskennt. Und das Ganze treibt sich dann auf die Spitze. Ich weiß nicht, ob ihr die Höhle der Löwen regelmäßig verfolgt. Und natürlich haben wir uns mit MyLilly ganz, ganz am Anfang damit beworben. Haben uns gar nicht eingeladen. So. Dann kam Oya ein Jahr später. Das machen Periodenunterwäsche, auch relativ neu zu dem Zeitpunkt. Ja, der Markt ist schwierig. Schwierig. Was? MyLilly ist extrem erfolgreich. Wir sind überall im deutschen Einzelhandel zu finden. Das schaffen die meisten oder viele von den Höhle der Löwen-Produkten nicht. Ja, natürlich mittlerweile. Das Potenzial war da. Wir konnten das alle belegen. Oya ist ein extrem erfolgreiches Startup mittlerweile. Wir sind beide noch am Markt. Wir sind beide extrem erfolgreich. Was war euer Problem? Stattdessen haben sie den Pinky Gloves einen Deal angeboten. 2 Männer, die ein Produkt für Frauen gepitcht haben und jeder, der das gesehen hat, weiß, das war nichts. Ich spare die Details, es war auf jeden Fall ein Periodenprodukt, von dem sich ausnahmsweise alle feministischen Lager da draußen im Internet einig waren, was wirklich selten passiert, das war Mist. Ja, das war nichts. Trotzdem haben diese beiden Männer dieses Investment bekommen und alle haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ja, und das Problem ist halt auch, ne?
in den großen Firmen, die halt Kapital an Startups geben, sitzen nur 4% Frauen. Das ist extrem wenig. Warum ist das auch so? Diejenigen, die da sitzen, sind meistens auch diejenigen oder häufig auch diejenigen, die vorher gegründet haben. Naja, wenn wir keine Gründerinnen haben, wird es auch relativ schwierig, dass wir halt auch InvestorInnen finden. Und ja, deswegen lesen sich die Zahlen halt auch nicht schön. Ne? Männer haben 60% höhere Chancen auf Risikokapital. Also ne, Geld geben Investoren in Startups, damit sie schneller wachsen können. Der Wert von deutschen Startups von Männern wird 16,4 Mal höher eingeschätzt. Und Männer erhalten in Deutschland 3,1 Mal mehr Kapital. Das ist total paradox. Ne? Wir haben ja gerade gesehen, Teams mit Gründerinnen sind viel erfolgreicher. Und deswegen müssen wir halt einfach mehr darüber reden. Das muss einfach bekannter werden. Ja? Wenn ihr irgendwie zurück ins Unternehmen geht, irgendwo hin, propagiert das, sagt es laut. Es sind falsche Vorurteile, mit denen wir immer noch zu kämpfen haben. Sie sind nicht wahr. Lasst uns gucken, dass wir es zur Normalität machen, dass Frauen in Führungspositionen kommen, dass Frauen gründen und scheitern. Auch das muss okay sein, ja? Damit wir alle als Frauen endlich mal anfangen können, mehr über Chancen zu sprechen und nicht, uns nicht ständig für diese Risiken rechtfertigen müssen. Das wäre mein Wunsch. Jetzt habe ich viel über Frauen und Gründung gesprochen, aber Frauen haben natürlich auch genau die gleichen Herausforderungen wie Männer. Ja, ich finde das immer, eigentlich finde ich das total schwierig, immer so viel zu unterscheiden. Es ist wichtig, an solchen Tagen wie heute darüber zu sprechen, aber letztendlich haben wir die gleichen Probleme in der täglichen Arbeit. Es ist unglaublich viel Arbeit, es ist viel zu tun. Und zumindest, also das muss man vielleicht einmal dazu sagen, ich habe natürlich beide Unternehmen, die ich gegründet habe, waren in einer recht ähnlichen Branche und wir hatten ein physisches Produkt. Und es sind Themen, die sehr marketingintensiv sind. So, das kann natürlich bei Unternehmen, die zum Beispiel die eine Dienstleistung anbieten, kann das ganz anders aussehen. Das ist jetzt sozusagen für meinen Bereich war das so. Eine Herausforderung war auf jeden Fall, dass wir extrem viel Fokusveränderungen haben. Warum ist das so? Wir probieren natürlich viel aus, ne? Gerade ob es ein Tabuthema ist oder Skincare. Ne, wir haben was Neues miteinander verbindet ist, muss man erstmal gucken, wie bringt man das den Leuten eigentlich bei, dass das jetzt irgendwie eine tolle Sache ist, testet ganz, ganz viel und stellt bei ganz, ganz vielen Dingen fest, scheiße, funktioniert nicht. So, bedeutet halt aber auch, dass man, wenn man feststellt, funktioniert nicht, muss ich natürlich meinen Fokus wieder ändern, damit ich wieder neue Dinge ausprobiere. Und das ist durchaus eine Herausforderung als Gründer, aber natürlich auch für das Team, was dahinter steckt. Das Zweite ist, man möchte ja schnell viel erreichen, man steckt ja auch mit Herzblut da drin. Bedeutet, man hat dieses Daily Hustling, nenne ich das immer ganz gerne, bedeutet, ne? Dieses, wie so ein kleiner Maulwurf, die Dinge ganz viel abarbeiten. Aber ich habe ja trotzdem strategische Themen, die ich angehen muss. Und ich sag mal, in einem großen Konzern ist es ja so, ich habe meistens den Chef, dann habe ich den da drunter, dann habe ich noch drei Leute da drunter, die kümmern sich hauptsächlich eigentlich darum, um die Leute da drunter zu managen, zu einem großen Teil, aber haben auch viel Zeit, um Themen, strategische Themen voranzubringen. Das ist in jungen Unternehmen natürlich viel schwieriger, weil zum einen ist der Gründer der Visionär, aber gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen der Manager und auch der Experte in einigen Bereichen, zumindest am Anfang. Und da von diesem täglichen Tun, Machen, klein, 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 dann wieder den Shift zur Strategie zu finden, ist natürlich unglaublich schwierig. Und also das war zumindest bei mir immer so, vielleicht haben es andere Startups nicht so sehr, aber also es war immer zu viel zu tun für die Anzahl an Leute, die man hat, auch weil man ja auch einfach so viele Ideen hat, die man gerne hätte. Und ja, dann gerade ne, basierend auf den Problemen, die ich gerade geschildert habe, auch als Gründerin, ist es natürlich schwierig, einen InvestorIn zu finden. Ja, auch ich mache diese Fehler gerne. Und das Letzte ist, und das ist natürlich speziell halt auch für die Firmen, die ich gegründet habe, die Balance zu finden zwischen Nachhaltigkeit und Business. Ja? Wie nachhaltig will ich sein und wie viel Business bleibt dann letztendlich da noch über? Und genau, wie haben wir das überwunden? Wir versuchen, um diesen Fokus-Shift irgendwie zu vermeiden, versuchen ganz klar zu priorisieren. Und manchmal machen wir das so, dass wir sagen, okay, wir machen diese Woche wirklich nur das und nichts anderes. Alles andere wird ausgeblendet. Und versuchen das halt auch wirklich mit dem ganzen Team sehr stark einzuhalten.
Für unsere strategische Planung haben wir wirklich das ganze Jahr über Zeiten im Kalender, damit wir uns dann hinsetzen. Und es ist dann auch nicht verhandelbar, dass diese Tage irgendwie umgeswitcht werden. Zumindest in Theorie. Workload ist genau das Gleiche, ne? Wir müssen einfach gucken mit dem Team, was machen wir, was glauben wir, was den meisten einen größten Effekt hat, und dann go for it. Ja, und dann kommt das Thema Investorensuchen. Bei Feels Like Yoga, muss ich sagen, haben wir gerade keine Investoren, also suchen wir gerade nicht aktiv Investoren, weil es bootstrapped ist, wie ich vorhin schon gesagt habe. Das heißt nicht, dass es nicht kommen kann. Aber bei Malili war das natürlich viel Thema, nochmal die Investorensuche. Und dann stehe ich da natürlich als motivierte Gründerin und sage, ich gehe da raus und ich suche die und ich pitch das und ich freue mich da drauf. Und dann kommen aber diese doofen Zahlen. Und dann sitzen die ersten Investoren vor dir und sagen, Frauenthema, was? Tampon? Hä? So schlimm war es nicht, aber gefühlt. Ja, und dann merkst du, dass du halt vielleicht doch nicht so ernst genommen wirst. Das fühlt sich ganz schön scheiße an. Und dann kommen natürlich auch so die Zweifel. Kann ich das vielleicht gar nicht so gut? Aber ich kann das doch. Also ich mache das doch. Ich kann doch die Zahlen. Hä? Ich bin ja feministisch, ich bin für Gleichberechtigung. Ich kann das doch genauso gut wie mein Geschäftspartner. Und dann muss man manchmal feststellen, das liegt gar nicht an dir, sondern es liegt an denen da drüben. Die müssen das noch lernen. Die müssen das hinbekommen, dieses Mindset zu bekommen, dass du das genauso gut verkaufen und genauso gut umsetzen kannst wie dein männlicher Kollege. Im Moment ist es für die Firma leider aber besser, wenn er es denen erzählt. Wenn es nicht mal sein Thema ist, weil es ist ein männliches Thema. Ja. Und da habe ich halt gelernt, dass es manchmal auch wichtig ist, einfach sein eigenes Ego nach hinten zu stellen und für die Firma zu handeln. Zu sagen, okay, ich nehme jetzt meinen männlichen Mitgründer, der pitcht das, und ich habe dann über die Zeit die Chance, auch zu beweisen und mich hinzustellen, zu sagen, so, hey, ich kann das auch, aber er ist derjenige, der den ersten Schritt macht. Und auch das machen wir auch teilweise bei Feels Like Yoga, wenn wir mit möglichen Geschäftspartnern sprechen. Ja, dann ruft mein Mitgründer an. Muss ich jedes Mal schlucken, aber es ist okay, weil es in dem Moment für die Firma besser ist. Weil es nicht heißt, dass ich es nicht kann, sondern dass es einfach für die Firma gerade das Beste ist. Und dann können wir sie langsam immer noch dazu erziehen, dass wir das auch beide gleich gut können. Und das letzte Thema ist Nachhaltigkeit. Ja, ist wichtig, aber Nachhaltigkeit natürlich auch nicht um jeden Preis, weil ich bin ja Unternehmer und ich möchte auch Gewinne erwirtschaften. So. Und ich kann halt nicht, das Ganze isst sich halt irgendwann auf. Ich kann nicht das perfekte nachhaltige Unternehmen sein, wenn ich dadurch keine Einnahmen mehr generiere, weil der Kunde nicht bereit ist, dafür zu bezahlen. Das ist immer ein schmaler Grat, auf dem man laufen muss, aber das müssen wir auch bei Malili und bei Feels Like Yoga halt auch viel lernen, das auszutarieren. Ne? Was können wir machen? Wie viel Geld kostet es extra? Weil Nachhaltigkeit kostet nun mal leider sehr viel extra heute noch. Und da muss man ein bisschen probieren und tarieren und haben jetzt, glaube ich, bei beiden Firmen einen ganz guten Weg gefunden. Ich habe das gerade schon mal kurz eingedeutet, ne? Dass ich dann irgendwann gedacht habe, so, kann ich das nicht? Das ist etwas, was ich sehr, sehr viel beobachtet habe bei Menschen, die gründen wollen, und hier auch da, insbesondere bei vielen Frauen. Ich habe ja erzählt, dass ich dieses Startup Week in Women auf die Beine gestellt habe, diese Startup-Veranstaltung. Und diese Startup-Veranstaltung gab es vorher schon, für alle. Und wenn das richtig gut lief, dann hatten wir 20% Frauen. Und im Vorfeld haben mir so viele Frauen immer gesagt, so, yay, ich komme auf jeden Fall, ich nehme teil und ich habe darauf Bock. Und dann sind sie nicht gekommen. Und ich habe das nicht verstanden. Ja. Und es war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Impostor-Syndrom. Das Impostor-Syndrom, oder ist es bei einigen, ich will das auch nicht pauschalisieren, aber es ist ein typisches Syndrom, was viele Frauen haben, nämlich das Gefühl, man wäre ein Hochstapler und kann eigentlich gar nicht genau das in seinem Job, was man eigentlich kann. Und das lässt vielfach Frauen einfach so ein bisschen auch sich so zurückhalten, ne? Und lässt sich sie nicht den ersten Schritt wagen. Und was ich für mich immer habe, ich habe so ein bisschen ein paar Mantras, die ich mir halt immer wieder sage, und deswegen, ich habe es extra eingeklammert als Frau, weil letztendlich ist es eigentlich für jeden, der überlegt, kann ich ein Unternehmen gründen, sage ich, ja, du kannst das. Wenn du auch nur die leiseste Idee hast, an etwas, ne, dass du etwas tun möchtest, oder Motivation, ja, du kannst das, mach das.
Und wenn du etwas nicht kannst in deinem Unternehmen, ist das überhaupt gar kein Problem. Wir müssen nicht alles können. Man kann sich jemanden suchen. Ja, ich habe zum Beispiel, mein Mitgründer ist ein bombenstarker Vertriebler. Vertrieb kann ich nicht. So, er kann es, super. Ich muss das nicht können. Er ist ein super, super gut in Finanzen, das ist auch nicht mein Thema. Ich habe andere Stärken. Aber wir können uns sehr, sehr gut ergänzen und deswegen wollte ich unbedingt mit ihm zusammen gründen. Und wenn es jetzt etwas gibt, ne, wenn es nur Sachen gibt, die er nicht kann, die ich nicht kann, dann können wir das lernen oder wir nehmen uns jemand anderen, der es vielleicht kann. Du musst nicht alles können, du kannst es lernen, wenn du es möchtest, aber du musst es auch nicht alles selber machen, sondern du kannst es halt auch total gerne einfach abgeben. Und eine Sache, die, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig ist, die ich vorhin schon ein paar Mal immer wieder angeschnitten habe, ist, wir sind bei Malili zum Beispiel nicht angetreten und haben gesagt, wie das, was ihr am Anfang gesehen habt, wir machen einen Femcare-Brand. Beziehungsweise nein, wir haben gesagt, wir machen eine Femcare-Brand. Das wollten wir machen, das war unsere Vision. Aber trotzdem haben wir mit den Bio-Tampons angefangen. Und ich zeige euch auch gleich, dass wir da auch sehr, sehr klein angefangen haben. Man muss nicht das perfekte Unternehmen haben, man muss nicht alles gleichzeitig machen, sondern man darf und sollte agil arbeiten, nämlich was Kleines nehmen, was Kleines finden, das anfangen, testen, Feedback holen von den Kunden. Die haben da sogar Bock drauf. Die testen das gerne, geben Feedback und dann kannst du das Feedback nehmen, arbeitest es ein in deine Dienstleistung, in dein Produkt, was auch immer, machst es besser, gehst wieder raus. Das heißt, ich habe ein sehr geringes Anfangsinvestment, sowohl Zeit als auch Geld, habe etwas auf dem Markt, schnell, kann es dann besser machen. Und das kann ich vielleicht sogar nebenbei machen. Vielleicht muss ich meinen Job ja nicht mal dafür kündigen. Ja, es geht. Und ich habe das gerade schon gesagt, so, ich muss nicht alles selber machen. Ein großer Tipp, das ist jetzt nicht unbedingt das Mantra, aber vielleicht noch ein Tipp dazu, den ich aus der Praxis kenne. Ganz häufig ist es so, ich bin BWLer, ich bin richtig gut im Marketing, mein Kumpel ist auch richtig gut im Marketing. Lasst mich euch sagen, wenn ihr nicht eine Marketingbude gründen wollt, ist das eine richtig schlechte Gründerkombination, weil ihr solltet euch doch ergänzen. Das heißt, am besten habt ihr irgendwie einen Ingenieur, einen Techie und einen BWLer, der richtig gut ist im Marketing. Ja, das ist immer gut, wenn zwei Leute, dieses schöne Sprichwort, wenn zwei Leute wenn etwas richtig gut sind, dann hast du eigentlich einen zu viel. So. Und eine Sache, die ich immer noch ganz spannend finde, ist dieses, sei die Person, die du sein wirst, beziehungsweise handle irgendwie so, als wärst du eigentlich schon da. Das ist das, was ich auch immer versuche. Ne? Man macht immer Dinge irgendwie zum ersten Mal. Aber ich kann ja nicht anfangen, wenn ich nicht schon mal versuche, irgendwie genauso zu denken wie jemand. Ich habe schon versucht, als Unternehmer zu denken, bevor ich überhaupt Unternehmer war. Wie bin ich denn hier hingekommen? Ich bin ja auch nicht als Speaker oder als Vortragende geboren, sondern ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich bin jetzt Vortragende und habe das sozusagen an andere herangetragen, beziehungsweise es ist an mich herangetragen worden, weil ich mich so verhalten habe, als wenn ich das kann. Ohne dass ich vielleicht schon mal auf einer Bühne gestanden habe. Und das ist so dieses Law of Attraction, heißt das. Ja? Das finde ich ein super spannendes, einfach schon das Mindset haben, wie derjenige, der du eigentlich sein wirst. Und dann kommt es häufig irgendwie auch ganz, ganz von alleine. Und ansonsten nochmal das, was ich vorhin auch schon häufig gesagt habe, einfach ausprobieren. Kann nichts passieren. Was soll denn schon großartig passieren? Einfach mal machen. Könnte ja gut werden. Bei Malili haben wir das so gemacht. Das ist hier so ein Bild von ganz vom Anfang. Wir hatten zwei Sachen, immerhin. Einmal die Bio-Tampons im Abo und dann hatten wir noch so Probepäckchen. Gerade schon erzählt, ne? Alles super viel manueller Aufwand, das alles zu packen, es hat Minuten gedauert, 1000 Leute, die uns dabei unterstützt haben, zum Glück. Genauso mit diesen Testbeutelchen da. Die haben wir auch super simpel angefangen. Wir haben einfach WordPress was online gestellt, die Leute brauchen nur ihre Adresse hinterlegen, mehr nicht, das ist ganz, ganz einfach. Dann haben wir denen das hingeschickt, das war's. Und haben das am Anfang sogar so in Geschenkpapier eingepackt. So ein Geschenkpapier. Ein irrer Aufwand, dann haben wir irgendwie, oh Gott, 150 Bestellungen an einem Tag gehabt von diesen Tests und dann, boah, so nach irgendwie 10 Stunden Arbeit dann noch diese Dinger zu packen, so dieses Horror, ja, aber wir wussten, cool, das funktioniert. Das heißt, im nächsten Schritt haben wir uns dann diese braunen Tütchen gekauft und im nächsten Schritt haben wir uns dann schon und haben die bestempelt, das ist ein Stempel, der da liegt. Und dann hat es immer noch funktioniert, haben es in unseren Shop integriert. Und dann haben wir im nächsten Schritt haben wir uns bedruckte Tütchen gekauft. Geil, wir hatten nur noch einen Schritt, müssen es nur noch eintüten. Festkleben ging schon, großartig. Und im letzten Schritt
haben wir das Ganze an Rossmann geliefert. Das heißt, es sah wunderschön aus und es wurde extern für uns gepackt. Geil. Also das war die Theorie. Das war der Moment, als die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen dann zugemacht haben und wir es doch im Team alles selber packen mussten. Aber das war zumindest in Theorie, hat das schon mal super funktioniert. Und genauso mit den Tampons. Diese Schachtel, die man da sieht, die funktioniert nicht im Einzelhandel. Das war aber nicht das Ziel. Es war, wie ihr vorhin gehört habt, es war nicht der Fokus, den wir hatten. Der Fokus war online. Dann haben wir mit Rossmann gesprochen. Die haben gesagt, wir finden euer Produkt super, wir finden die Philosophie super, wir wollen euch haben. Wir so, ja, geil. Was müssen wir machen, damit wir das hinbekommen? Die so, ja, eure Verpackungen passen nicht. Wir so, ja, wissen wir, was machen wir denn? Und das Coole war, wir haben sogar Feedback von Rossmann bekommen, wie es gut wäre, also was muss da drauf auf so eine Verpackung? Mega, ja? Wir mussten nicht alles perfekt machen von Anfang an. Und das finde ich immer gut. Wir haben klein angefangen, haben aber, und das ist auch wichtig, wir haben aber auch groß gedacht. Ich habe es gerade schon gesagt. Ja, wir haben mit Bio-Tampons angefangen. Und ich sage immer so süffisant, so, wir sind die mit den Bio-Tampons. Aber wir wollten von vornherein, wollten wir schon die Femcare-Marke sein. Aber wir wussten, wir fangen klein an und bauen es immer weiter auf. Und wir haben dadurch mit der Community zusammenarbeiten können. Wir hätten, glaube ich, niemals am Anfang das ganz rechte Produkt unten oder das zweite von rechts auf den Markt gebracht. Das sind nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Wo man denkt so, was hat denn Periode mit Nahrungsergänzungsmitteln zu tun? Wisst ihr, wie scheiße es uns geht während der Periode? Ja? Und was, wie viele Frauen Eisenmangel haben zum Beispiel? Und hätten wir nicht mit unserer Community geredet, dann hätten wir diesen, na gut, wahrscheinlich wären wir auch ein bisschen drauf gekommen, aber es hätte viel, viel, viel länger gedauert und wahrscheinlich hätten wir es nicht am Anfang ins Portfolio mit aufgenommen. Und so konnten wir halt einfach wirklich auch basierend auf dem, was unsere Community gefordert hat, konnten wir auch Produkte auf den Markt bringen. Das zweite von rechts ist CBD-Öl, also Hanföl. Das war noch überhaupt nicht irgendwie, das gab es noch gar nicht großartig, als wir mit MyLilly gestartet sind. Und dann war es eines unserer interessantesten Produkte. Das heißt, wir haben halt auch die Power unserer Community, das Feedback genutzt, um schnell Dinge umzusetzen und haben sie halt aber auch viel verbessert. Also zum Beispiel sieht man hier die Tampons, die man da sieht, die sind halt nicht bedruckt. Also im Einzelhandel so, um Gottes Willen, du kannst keine unbedruckten Tampons haben. Ja, aber hatten wir halt keine Kohle für und war auch nicht wichtig. Wir mussten gucken, ob die Leute das kaufen und ob sie sie für gut befinden. Und im zweiten Schritt haben wir dann unseren Namen drauf gedruckt. Was ich sagen will ist, Fehler sind okay. Auch 80% sind okay. Scheitern ist völlig okay. Weil das ist der Unterschied auch, ne, zum UnternehmerInnen-Sein. Wenn ich im großen Konzern bin, dann bin ich wahrscheinlich von diesen 1000 Dingen, die da zu tun sind, bin ich eventuell, zumindest wenn ich anfange, bin ich für ein Rädchen zuständig. Das ist vielleicht ein großes Rädchen, aber ich habe halt relativ wenig Aufgaben. Als Unternehmer habe ich extrem viele Aufgaben. Ich habe meinen Kopf in sehr vielen unterschiedlichen Dingen drin. Und es ist echt okay, sie auch zu 80% zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr das Pareto-Prinzip kennt, der sagt, dass man für 80% der Lösung meistens 20% der Zeit braucht. Zeit ist das, was ich als Unternehmer meistens nicht habe. Zumindest in dem Status, wo ich noch ein bisschen mehr Manager als Visionär und Ideengeber bin. Ja, und deswegen finde ich persönlich das Pareto-Prinzip völlig okay. Machst 80%, guckst dir an und machst dann besser. Iterier und machst besser. Sieht man zum Beispiel auch hier ganz schön bei, das ist unser, also das ganz linke ist von sind die allerersten Posts auf Instagram von MyLilly. Und wir so, okay, wir sind nicht rosa. Auf gar keinen Fall sind wir rosa. Hellblau ist super. Habe gelernt, rosa funktioniert leider immer noch viel besser als hellblau. Und haben uns dann langsam, haben iteriert, haben geguckt, okay, was funktioniert eigentlich da draußen, worauf haben die Leute eigentlich Lust? Und so ist halt dann der Feed auf Instagram zum Beispiel ganz rechts entstanden. Mal ganz davon abgesehen, dass er halt auch viel harmonischer und schöner aussieht, weil wir auch ganz anderes Personal hatten, was wir uns auch leisten konnten, weil wir vorher gute Arbeit gemacht haben. Und man sieht halt auch das Logo oben mit dem runden Kreis. Das war total schön für die erste Tamponverpackung, super. Das ist aber richtig blöd im Einzelhandel, wenn du auf so einer kleinen Tamponverpackung überhaupt eigentlich eh keinen Platz hast und dann willst du oben und unten nicht Kreis verschenken für dieses Logo. So. Ja, sind Dinge, wo man nicht dran denkt. Ist aber auch okay, weil wir wissen ja, Fehler machen wir und das ist auch in Ordnung. Und das war so ein typisches, wo wir halt viel iteriert haben. Oder so dieses ein anderes Wort für 80% okay, das ist was im Startup-Umfeld auch viel
kursiert, ist dieses Done is better than perfect. Ja? Fertig ist besser als perfekt. Und wir haben ganz viele Entscheidungen getroffen, sowohl jetzt auch bei Feels Like Yoga. Zum Beispiel, unsere Naturkosmetik ist zertifizierbar. Also alle unsere Zutaten sind zertifiziert. Unser Hersteller, also mit dem wir das zusammen produzieren, unser Partner, ist zertifiziert von EcoCert, Cosmos, wie sie nicht alle heißen, diese ganzen tollen, vegan zertifiziert alles. Mega. Wenn wir das machen müssen, zahlen wir, wenn wir die ganzen Zertifikate haben, kostet uns das, glaube ich, 10.000 Euro. Wow. Habe ich nicht. So im ersten Schritt. Was mache ich? Ich vertraue natürlich meinem Produktionspartner. Kriege ich das nicht auch hin, dass meine Kunden mir auch vertrauen, dass es wirklich gute Produkte sind, und dann ziehe ich das einfach nach. Ja, wenn wir die Umsätze generiert haben, können wir auch das Geld nehmen, es zu investieren und es auch drauf zu stempeln, zu sagen, jo, unsere Produkte sind Cosmos und EcoCert zertifiziert, damit es in dem Moment, wo es jemand aus dem Regal nimmt oder wo auch immer ist und darauf guckt und sagt, ja, jetzt vertraue ich dem. Und bis wir da sind, arbeiten wir mit den Kunden zusammen, die uns auch so vertrauen, ohne das Label. Weil wir wissen ja, unsere Produkte sind gut. Das Produkt, ne, 80% versus 100% Bio, habe ich gerade auch schon mal so ein bisschen angesprochen. Das war auch ein großes Thema schon. Boah. Ja, zahlt der Kunde für 100% Bio? Oder ist nicht die 80% Bio-Variante immer noch 80% besser als die Standardvariante, dafür aber nur halb so teuer? Im Vertrieb haben wir auch ganz viel gehabt, dass wenn Kunden in Bayern gesagt haben, so im Reformhaus, ja, kommen Sie, bringen Sie die Produkte doch mal vorbei. Wir so, super, wir sind in Hamburg. Ja, ist zum einen überhaupt nicht nachhaltig, dann ganz nach Bayern runterzufahren, aber es war irgendwie ja schon auch Branchenstandard. Und da haben wir dann gesagt, so, nee, wir schicken dir die Produkte hin, dann kannst du dir die angucken. Dann mussten wir halt auch als kleines Startup mal, ich sag mal, die Eier in der Hose haben, zu sagen, nee, machen wir nicht. Hat sie trotzdem gekauft, das war nett. So, hätte aber sein können, dass es halt nicht so funktioniert. Und da muss man dann halt auch einfach mal abwägen. Genauso das, was mir am meisten wehgetan hat bei Feels Like Yoga, war eigentlich, dass ich wollte unbedingt, und da war mein Geschäftspartner zum Glück, haben wir da genau gleich getickt, wir haben gesagt, wir wollen unbedingt Verpackungen haben, die aus recyceltem Meeresplastik sind. Also eines der größten Probleme unserer Zeit ist diese ganzen Fischernetze im Meer. Kleiner Spoiler-Werbung, bitte Seaspiracy gucken, sehr, sehr gute Dokumentation. Und wir wollten dafür sorgen, dass einfach weniger von diesem Plastik im Meer ist. Haben es aber nicht hingekriegt. Und wir haben so lange da gesessen und gesagt, wir wollen das aber unbedingt, aber wir können das nicht garantieren. Es kann sein, dass wir das in 6 Monaten schaffen, es kann sein, dass es 12 Monate dauert, aber wir können ja jetzt nicht irgendwie 12 Monate mit diesem Unternehmen warten. Also haben wir gesagt, gut, die Möglichkeit, die wir jetzt haben, alles klar, wir nehmen einfach wirklich recycelbares Plastik. Glas haben wir auch überlegt, war keine Option, hat einen viel schlechteren CO2-Fußabdruck als Plastik. Dementsprechend dann doch Plastik, aber welches, was wirklich gut recycelt werden kann, damit wir hoffentlich endlich bald auf dieses Meeresplastik umsteigen können. Und ja, ich glaube, die anderen Sachen, es wird, glaube ich, klar, was ich sagen will. Deswegen werde ich jetzt auf die anderen Sachen nicht noch eingehen und nur noch einmal ein sehr, sehr praktisches Beispiel dafür nochmal nennen. Das ist jetzt die Pflegeroutine, die ihr gerade schon gesehen habt von Feels Like Yoga. Und ja, wir haben natürlich diese ganzen Aspekte oben, haben wir schon berücksichtigt. Ne? Das muss auffällig sein, die Marke muss erkennbar sein. So, Rossmann hat im Hinterkopf applaudiert, hat gesagt, ja, das ist auch noch schön, Nachfrage ist da, wir wissen, dass die Produkte grundsätzlich funktionieren und es muss wirksam sein. Das ist für mich immer das Wichtigste bei aller Nachhaltigkeit, bei allem Purpose, die Produkte müssen funktionieren. Was nicht so funktioniert ist, ich gehe mal hierher. Oh, ja, komme nicht ganz ran. Man sieht halt nicht so gut, was es denn ist. Das ist okay, weil wir haben online angefangen. Das ist okay, das müssen wir noch nachbessern. Das ist okay, machen wir besser. Welche Vorteile hat das Produkt? Steht hinten drauf. Wäre cooler, wenn es vorne auch draufstellen würde. Preis ist für den Handel gerade noch zu hoch. Ja, kein Wunder, ne? Wenn ich irgendwie in DM deutschlandweit und in Müller gelistet bin, dann habe ich natürlich ganz andere Produktionsmengen. Dann habe ich ganz andere, wie man nennt, Economies of Scale. Dann kann ich natürlich viel günstiger produzieren, als wir mit unserer Menge, mit der wir halt angefangen haben. Klar, und dann können wir natürlich auch die Preise senken. Ne? Wenn irgendwie, keine Ahnung, eine riesengroße Influencerin über uns posten und plötzlich alles ausverkauft ist, das ist cool, dann kann ich auch größere Mengen produzieren. Wäre auch schön. Dann haben wir 4 Produkte. Dann sagen ganz viele zu uns, ihr könnt doch nicht nur mit 4 Produkten anfangen. Ja, ihr macht Beauty, ihr braucht 20 Produkte. Ja, vielleicht.
Lass uns doch erstmal damit anfangen, mit den wichtigsten Produkten. Und dann sprechen wir mal mit unserer Community und gucken wir mal, was die eigentlich wirklich brauchen, was sie eigentlich wirklich wollen. Und ja, eine Sache, mit der ich noch ein bisschen unzufrieden bin, ist unsere Bildsprache. Das ist auch noch so ein Ding, aber da muss man auch irgendwie ein Gefühl für entwickeln über die Zeit. Und deswegen ist es immer so, für mich, entscheidend ist doch eigentlich, wo ich bin, sondern wo ich dann eigentlich hin will. Und da gucke ich hin und darauf fokussiere ich mich. Und auf dem Weg sind auch 80% okay. Und ja, so als eines der abschließenden Sachen würde ich euch ganz gerne noch was mitgeben. Ihr wisst, das Thema Frauenempowerment liegt mir sehr am Herzen. Und eine Sache, die die männlichen Kollegen noch viel, viel besser können als wir, ist nämlich, sich gegenseitig zu unterstützen. Networking. Ja? Das wird ja bei YouTube gezeigt, soweit ich auch weiß. Schreib darunter bitte ganz viele Dinge in die Kommentare. Wer bist du? Worauf hast du Bock? Was machst du? Hast du irgendwie etwas, was du anderen geben kannst? Brauchst du bei irgendwas Unterstützung? Zeigt euch, vernetzt euch miteinander, kommuniziert. Bitte, ich freue mich, wenn da was drunter steht. Kommuniziert miteinander, worauf ihr Bock habt, was ihr gründen wollt. Wer weiß, wer sich zusammenfindet. Ja? Macht virtuelle Lunchdates. Normalerweise propagiere ich immer, Lunchdates zu machen. Das geht gerade ein bisschen schlecht. So, na, aber sonst macht es virtuell. Da hat der andere auch gerade keins. Fragt einfach nach. Was kann denn das Gegenüber sagen, mit dem ihr mal essen gehen wollt? Nein. Ja, okay. Ist doch auch nicht so schlimm. Ja, dann habt ihr zumindest gefragt. Probiert es aus. Die meisten sagen ja. Probiert es aus. Probiert euch mit Menschen, die euch inspirieren oder auch mit denen ihr euch unterstützen könnt. Versucht euch mit denen zu vernetzen. Und fragt nach Unterstützung. Das ist okay. Die meisten Gründer waren in dieser gleichen Situation oder sind es vielleicht noch. Ja, fragt nach Unterstützung. Und wenn irgendjemand anderes fragt, so, hey, ich brauche übrigens XYZ, kennst du da jemanden? Zweimal mehr überlegen, ob du vielleicht eine Frau kennst. Weil meistens ist es noch so, die Frauen laufen auch in unserem Gedächtnis noch unterm Radar. Wie gesagt, wir können nichts dafür, wir sind so sozialisiert noch. Aber jetzt wissen wir das ja und deswegen können wir proaktiv daran denken, dass wir uns gegenseitig referenzieren. Und deswegen im Ausblick, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir viel mehr mutige Menschen, weil jeder kann ein Unternehmen gründen, da bin ich mir ganz sicher. Ich wünsche mir viel mehr weibliche Vorbilder, ich wünsche mir viel mehr Impact-Startups, die auch etwas Positives für die Zukunft wollen. Ich wünsche mir mehr Gründerinnen, mehr Investorinnen, ganz wichtig. Mehr Weiterempfehlungen, was ich gerade gesagt habe, von Frauen. Und ich wünsche mir auch, dass all diejenigen unter euch, die jetzt vielleicht doch sagen, nee, Gründung ist vielleicht nichts für mich, dass ihr zumindest darüber redet und auch mehr lebt, dass Diversität in Gründungsteams einfach oder in Teams ganz allgemein, dass es wichtig ist und dass es vor allen Dingen erfolgreicher ist. Und ich wünsche mir, dass einfach Gründung normal ist, dass Scheitern normal ist und dass wir nicht mit dem Finger auf Leute zeigen, die scheitern, sondern sagen, geil, die hat es versucht. Das wünsche ich mir für die Zukunft. Und ich wünsche mir vor allen Dingen auch, dass ihr das Momentum vom Anfang mitgenommen habt, dass ihr das Thema, wenn ich euch das nächste Mal frage, bist du Unternehmerin? Zumindest mit vielleicht antwortet. Denn so schwer ist es nicht. Man kann halt einfach mal machen, es könnte ja gut werden. Einfach ausprobieren. Eine letzte Sache in eigener Sache. Wenn ihr jetzt sagt, auf Feedback Yoga klang irgendwie ganz cool und ihr würdet gerne mal in das ganze Thema Unternehmertum auch ein bisschen reinschnuppern. Wir versuchen immer extrem transparent mit allem zu sein, was wir tun bei Feedback Yoga. Nur ganz kurz am Rande, wir suchen Menschen im Performance-Marketing, Projektmanagement, Vertrieb, Social Media. Kommt auf mich zu, auch wenn ihr irgendwie Fragen habt zur Gründung, noch irgendwelche Anschlussthemen, sagt Bescheid. Würden uns super freuen. Auch viele Leute, die auch vielleicht im Harz begrüßen zu dürfen. Im Moment arbeiten wir sowieso super viel remote und virtuell, da kriegt man schon was hin. Und weil ich immer sehr, sehr willkommen geheißen werde hier und mich darüber sehr freue, habe ich noch ein kleines Goodie mitgebracht. Wir geben normalerweise keine Rabatte, das muss ich dazu sagen, nur in sehr, sehr seltenen Fällen. Aber wenn ihr sagt, so, ihr habt da Bock drauf irgendwie auf Feels Like Yoga, dann könnt ihr gerne bei uns auf www.feelslikeyoga.com gehen und mit dem Code HARZHARZ bekommt ihr auch nochmal 20% Rabatt. Also gerne aufschreiben und oder uns bei Insta besuchen. Also ihr könnt uns auch immer da fragen, falls irgendwas ist, falls ihr was wissen wollt, falls ihr Feedback braucht, sagt Bescheid. Und ja, ich freue mich, wenn ich
ab heute mehr lese, dass es mehr Gründerinnen im Harzer Raum gibt. Gerne auch mehr Gründer und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder auch Abend und wenn ihr Tipps habt, fragt mich gerne und ja, einfach mal machen, könnte ja gut werden.